Im Sommer 2018 bereiste ich mal wieder die ostfriesische Insel Langeoog. Seit meinem letzten Besuch hat sich einiges verändert. Begleiten Sie mich auf meiner Reise über die Insel. Wir sind beim ersten Langeooger Badeentenrennen. Schauen den Drachenfliegern am Strand zu. Werfen einen Blick auf das neue Hauptbad. Wir besuchen den Inselmaler Anselm Prester in seinem Atelier. Fahren mit der Inselbahn. Wir besuchen den Strand und Deich. Schauen uns die Belegstelle für Bienenköniginnen an. Blicken auf die Hallenbaderweiterung. Besuchen das Langeoog Gurkenfest. Und werfen einen Blick ins Dorf. Und was es sonst noch auf der Insel zu sehen gab, das zeigt dieser Film. Herzlich willkommen zum ersten Langeooger Entenrennen. Unglaublich, dass wir das erleben dürfen. Ein historischer Tag. Das erste Mal auf unserer Insel ein Badeentenrennen der Extraklasse. 1000 Lizenzen sind verkauft worden. Es gibt leider keine mehr für alle, die noch nicht dabei sind. So sind sie dabei und gucken zu. Und im nächsten Jahr beim zweiten Langeooger Entenrennen gibt es wieder neue Lizenzen. 1000 Enten sind heute Nachmittag hier unterwegs und wir zwei Erpel werden das Ganze von hier oben moderieren. Mein Kollege Raimund steht neben mir und ich würde, wie hieß ich noch? Ja, das ist der Christian. Nicht ganz unbekannt auf Langeoog. Vielleicht hat der eine oder andere ihn heute Morgen schon bei seiner Aufgabe verfolgt. Er ist das gewohnt, so weit oben zu stehen. Ich eher unten oder sitze eher auf dem Fahrrad. Als erstes möchte ich mich bedanken bei allen, die hier mitgeholfen haben. Die Langeooger Service Clubs veranstalteten das erste Badeentenrennen zugunsten von Save the Children, die größte NGO, Kinderrechtsorganisation der Welt. Wir haben 5 Durchgänge, a 200 Enten, die auf dieser tollen, geschaffenen Kunstbahn hier, erstmalig hier auf den Langeooger, im Langeooger Hafen sind. Und von jedem Rennen kommen 20 ins Finale. Unsere Frauen da unten sind sehr aktiv am Kuchen verkaufen oder hier die Lionsherren, auch ganz fleißig heute, erlebt man nicht jeden Tag beim Bratwurstverkauf oder die Getränke. Eigentlich sollte das Rennen am Langeooger Ringschlot stattfinden, aber das Ringschlot führte zu wenig Wasser, da in den letzten Monaten kein Regen auf die Insel fiel. Und wir machen wieder den Langeooger Entenrennen-Countdown. Auf die Plätze, fertig! Und nun geht's aber zügig los. Raimund, hast du das gesehen? Das ist natürlich ein Schnellstart, den wir hier jetzt sehen. Die Gewinner der 5 Durchläufe, die das Ziel als Erste erreichten, wurden mit schönen Preisen belohnt. Sie konnten ihre Preise vor Ort in Empfang nehmen. Einzelheiten zum Badeentenrennen finden sich im Archiv der Inselzeitung. Das ist natürlich für Mensch und Tier eine enorme Anstrengung, diese Distanz durch kaltes Langeooger Wasser zu bestehen. Am Langeooger Strand ließen die Süker Drachenfreunde ihre prächtigen Drachen in einer Flugschau in die Lüfte steigen. Die Drachenflieger aus Bremen ließen unter anderem einen 16 Meter langen Wal mit einem Gewicht von 10 Kilogramm fliegen.
Seit 2017 erstrahlt das Hauptbad in neuen Glanz. So sah es noch vor kurzem aus. Heute bietet das neue Haus mit seinen Geschäften auch öffentliche Toiletten, die ein Highlight sind. So sah es noch vor kurzem aus. Die bunten Fassaden könnten neben dem Wasserturm das neue Wahrzeichen der Insel werden. Ich besuche eine Langeooger Institution, den Inselmaler Anselm Prester in seinem Atelier. Der gebürtige Bayer lebt seit 1965 auf Langeoog und er ist, wie er selbst sagt, dem Reiz der Insel erlegen. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich deine Ausstellung gesehen. Da lagen da die beiden ältesten Ziegelsteine der Insel. Schon ein bisschen länger her. Und jetzt, jetzt ist da eine wunderschöne Ausstellung und du bist da, du hast unterstützte Familie. Das ist in Mosambik. Mosambik ist ein großes Land. Ja. Südostafrika. Und in Mosambik etwa mittig des Landes gibt es eine kleine Provinzstadt, die heißt Mashishi. Aha. Und in Mashishi, das ist Gebiet in Hambane, da helfe ich ein bisschen. Ja. In verschiedene Richtungen. Einmal mit der Organisation Plan International, mhm. Kinderhilfswerk. Da habe ich 5 Patenkinder, die ich dann besuche und die Familien unterstütze. Und dann habe ich auf privater Schiene noch 3 Familien, dem ich versuche auch ein bisschen zu helfen. Mhm. Ja, und ich habe gesehen, du sammelst auch Geld ein bisschen. Ich bin froh, dass viele Leute, die hier Urlaub machen, mein Werk ein bisschen mit unterstützen wollen, kleine Spenden dann. Und so kommt im Laufe der Saison schon ein bisschen was zusammen und da kann ich dann damit arbeiten. Gibt es noch sowas wie ein Spendenkonto oder irgendwas, wo man mal Geld hinüberweisen? Nein, sowas habe ich nicht eingerichtet. Das habe ich noch nicht. Kann sein, dass ich das noch machen werde. Ich wollte es jetzt erstmal einfach nur so locker in dieser Art und Weise probieren. Und ich glaube, dass so wie es angenommen wird, was ich jetzt sehe, könnte schon sein, dass ich mal ein Spendenkonto einrichte. Ja. Ja. Dann komme ich noch zu dem anderen Teil. Du hast hier ein Atelier. Man kann sagen, du bist der Inselkünstler, der Inselmaler. Kann man das sagen? Oder ja, ich werde so genannt, auch der Inselmaler. Ja. Das kommt einfach daher, dass ich mein Atelier schon lange Jahre auf dieser Insel betreibe und ich mich auch als Insulaner fühle. Ja. Obwohl du weißt, Insulaner kannst du nicht werden, da bist du eben Langeooger. Ne? Das ist aber auch kein Problem für mich. Die Insel ist wunderschön, ich möchte auch hier nicht wieder weg. Ja. Meine alte Heimat besuche ich ab und an, ich komme ja aus einer Ecke, die auch nicht gerade hässlich ist, der Tegernsee ist ja auch eine Bilderbuchlandschaft. Und da fühle ich mich auch wohl, aber diese Insel ist für mich meine Heimat geworden. Ja, ja. Und ich glaube, dein Atelier und deine, ja, wenn man das nennt, man kann ja hier Malkurse buchen, das wird sehr gut angenommen, habe ich gestern gesehen. Ich mache jetzt 40 Jahre ich das mit den Malkursen. 1978 habe ich damit begonnen. Und jetzt denke ich so langsam ans Aufhören. Oh. Ne, nach 40 Jahren, ich bin jetzt 75, da glaube ich, darf man so langsam mal ruhiger treten. Die junge Dame, die gestern im Kurs war, also die sozusagen begleitend im Kurs war? Oder? Das ist Carmen, das ist mein Enkelkind. Ah. Ja, ich habe schon erwachsene Enkelkinder, ne? Also 24. Ja. Ist Carmen und sie ist jetzt 3 Jahre bei mir im Atelier, wird von mir geleitet und angelernt für diese Kurse. Mhm. Sie wird die Kurse dann übernehmen ab 2020, hatten wir das so angedacht und ich denke, das funktioniert auch. Mhm. Okay, das war's dann, Dankeschön. Okay. Wie
Wir fahren vom Bahnhof Langeoog mit der Inselbahn zum Hafen. Die von einer Diesellokomotive gezogenen Personenwagen benötigen für die Fahrt ca. 8 Minuten. Vorsicht am Bahnsteig. In 2016 wurde am Hafen das Deichchart der Bahnlinie erneuert und der Hafendeich erhöht. Wir besuchen den Strand und beginnen im Westen. Wir laufen am Oststrand entlang. Vor der Dünenkette des Pirolertal fanden wieder einmal Strandaufspülungen statt. Der Strand wurde verbreitert, um die Süßwasserlinse vor Überflutung zu schützen. Zwischen den Dünenübergängen Seekrug und Gerksen-Spoorweg ist die Höhenpromenade so weit angehoben und mit Strandhafer befestigt, dass hier der Blick aufs Meer möglich ist. Leider, denn der Weg lag vorher in einer tiefen grünen Schneise von Kartoffelrosen und anderen Sträuchern umsäumt, die einen wunderbaren Rosenduft verstreuten. Der Weg führt uns weiter zum Pirolertal. Von der ehemaligen Seenotbeobachtungsstation auf der Aussichtsdüne am Pirolertal haben wir einen tollen Rundblick über Langeoog. Durch die extreme Trockenheit der letzten Monate ist das Grün der Pflanzen verloren gegangen. Ein Blick in Richtung Süden. Hier sehen wir die Belegstelle für Bienenkönigin. Im Sommer schicken Züchter aus ganz Deutschland Drohnen ausgesuchter Bienenvölker zur Begattung der Jungköniginnen auf die Insel. Die Königinnen unternehmen Hochzeitsflüge, um von bis zu 15 Drohnen begattet zu werden.
Die bunten Holzkästen sind die Begattungskästchen. Isolierte Plätze wie die Insel Langeoog bieten beste Möglichkeit zur kontrollierten Paarung der Bienenvölker, da Drohnen das Überfliegen großer Wasserflächen vermeiden. Wir sind am Kurzentrum. Das Museumsschiff vor dem Haus der Insel wurde von seinem Käfig befreit. Seit 2016 wird an der Erweiterung des Erlebnisbads gearbeitet. Der alte Eingangsbereich wurde entkernt und ein neuer Eingangsbereich am ehemaligen Biomara-Shop geschaffen. So sah es vor dem Umbau aus. Die Technik wurde saniert, der Energieverbrauch gesenkt und das Kur- und Wellness Center wird komplett in die angebauten Räume umziehen. Im Bereich der großen Schwimmhalle wird es wieder einen Kiosk für die Badegäste geben. Wir besuchen die Anlage des Langeooger Kleingartenvereins am Wald. Das diesjährige Gurkenfest des Vereins fand mit Gästen und Insulanern bis Mitternacht statt. Ein Flohmarkt mit selbstgebastelten und privaten Fundstücken, dem Original Langeooger Bio Schmorgurkentopf und einer Hüpffrucht sorgten für Abwechslung. Es gab Currywurst, Bier und selbstgemachte Kuchen. Ab 18 Uhr war Partytime mit dem Insel-DJ. Wir verlassen das Gurkenfest. Wir bummeln durchs Dorf. Die Straßen- und Gehwegflächen zwischen Rathaus und Lalle-Andersen-Denkmal wurden erneuert. Entlang der Hauptstraße wurden neue Laternen installiert und Bäume gesetzt. Die alten Wegweiser in der Ortsmitte wichen neuen Schildern. So sah es vorher aus.
Das Haus der Insel im Kurzentrum bietet jetzt einen kostenlosen WLAN-Zugang. Hinter dem Schwimmbad am Kavalierpfad entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Spielhauses ein Hotel. Das Spielhaus wurde dafür samt Spielplatz zur Spielscheune verlegt. Das Kino im Restaurant am Hospizplatz wurde bereits 2011 digitalisiert. Zu sehen sind aktuelle Blockbuster auch in 3D. Auf der Höhe der Strandhalle ist ein Blick auf die See und das Hauptbad, insbesondere bei Sonnenuntergang, schön anzusehen. Wir schauen uns weiter auf der Insel um. Und fliegen über den Westteil der Insel. Noch vor wenigen Jahren war die Westbank mit einem sehr großen, tiefen Priel versehen. Heute ist der Priel so sehr geschrumpft, dass der Weststrand wieder zum Baden einlädt. Ein Besuch im Infohaus vom alten Wasserwerk kostet nichts. Hier erfahren wir alles über die Trinkwasserversorgung der Insel. Mein Insel-Update geht zu Ende. Es gibt noch einiges mehr von Langeoog zu berichten. Stoff für einen zukünftigen Langeoog-Film. Sonnenuntergang für Langeoog darf auch in diesem Film nicht fehlen.